65 Mal pro Tag. So oft werden Besuchergruppen im Schnitt hier durch das renovierte Parlament geführt. Und auch hierher, in den historischen Sitzungssaal, wo einst Entscheidungen getroffen wurden. Alles hier atmet Geschichte, erinnert an Staatsmänner, die Österreich nach den Weltkriegen prägten. Politiker, die Schulter an Schulter aus großen Krisen führten. Und heute? Wie viel Miteinander gibt es im Parlament? Respekt voreinander. Zwischenrufe, Ordnungsrufe. Was sagt unser heutiger Gast dazu? Wie hart dürfen, sollen politische Auseinandersetzungen eigentlich sein? Und was sind die Folgen für unser Land? Das wollen wir von FPÖ-Chef Herbert Kickl wissen, der derzeit in Umfragen führt und Kanzler werden will. Seit 28 Jahren, Herr Kickl, sind Sie in der Politik. Und der Herr hat uns eine Aussage von Ihnen kürzlich so überrascht. Sie haben nämlich gesagt, Sie könnten jederzeit aufhören. Wirklich? Ja, ich habe nicht gesagt, dass mir nicht etwas fehlen würde. Nicht? Denn ich bin eigentlich ein durch und durch politischer Mensch und das werde ich immer bleiben. Was ich damit zum Ausdruck bringen wollte und das ist mir ganz wichtig, ist, dass ich keine Abhängigkeit von der Politik habe, weil Abhängigkeiten in gewisser Weise immer unfrei machen und das will ich nicht sein. Und ich habe noch genügend Pläne und genügend Ideen und genügend Überlegungen, was ich noch alles anstellen möchte in meinem Leben und mit meinem Leben, gemeinsam mit meiner Familie, mit meinem Sohn. Also wie gesagt, mir würde nicht fad werden und das wollte ich damit zum Ausdruck bringen. Aber stattdessen, also wir kennen Sie ja nur als Politiker, Berufspolitiker, ein anderer Beruf, in welchem würden Sie sich denn sehen? Weil für viele ist ja Politik eine Droge, die können nicht aufhören. Ja, das habe ich ja auch gesagt, dass ich immer ein politischer Mensch bleiben werde. Das kriegt man ja nicht raus aus einer Person. Und ehrlich gesagt, auch für eine Berufsausbildung ist es, glaube ich, ein bisschen zu spät. Aber mir fällt schon sehr, sehr viel ein, glaube ich, was man mit seiner Zeit sinnvoll machen kann. Was denn? Na, schauen Sie, ich bin gerne in der Natur unterwegs. Ich glaube, es gibt auch noch einiges, was ich gerne in der Welt sehen würde, vielleicht auch gemeinsam mit meinem Sohn. Also da gibt es genügend Möglichkeiten und vielleicht verschlägt es mich ja dann am Ende dann noch in die journalistische Ecke. Wirklich? Und dann kann es ja mal sein, dass ich Sie zu einem Interview einlade. Das wäre interessant, aber ja. Jetzt ist es umgekehrt. Das ist der Privatmensch, Herbert Kickl. Beruflich sitzen Sie hier als Oppositionschef. Und wenn man die Debatten verfolgt, Herr Kickl, also man hat ja den Eindruck, Sie pflegen Ihr Image. Zwischenrufe, Ordnungsrufe, provokante Aussagen. Da war wieder eine Aussage, nämlich dann im Profil. Wie passt die dazu? Eigentlich bin ich ein milder Mensch. Naja, schauen Sie, ich bin ein milder Mensch und deswegen regt mich das so auf, was in der Politik teilweise aufgeführt wird, was ich unter dem Begriff Regieren gegen die Interessen der eigenen Bevölkerung zusammenfasse. Aber es geht deswegen, jetzt um Ihre Aussagen, ja, deswegen regt mich das auf und ich glaube gar nicht so sehr, dass das eine Form der Provokation ist, sondern ich pflege eine bildliche Sprache, eine direkte Sprache. Und das stößt auf sehr, sehr viel positive Resonanz bei den Menschen, weil der Satz, den ich draußen am alleröftesten höre, ist, lassen Sie sich ja nicht den Mund verbieten, lassen Sie sich ja nicht verbiegen. Und das kann ich den Leuten versprechen. Eine sehr bildliche Sprache, wollen wir jetzt gar nicht alles aufzählen, das natürlich für Kritik bei den Konkurrenten sorgt. Aber wenn Sie hier von der Oppositionsbank, Sie wollen ja wieder auf die Regierungsbank und zwar als Kanzler, würden Sie in Ihrem Umgangston dafür etwas ändern? Ich bin nicht in die Politik gegangen, um mich zu verstellen. Ich bin der Herbert Kickl, der ich bin und da wird sich auch nichts daran ändern. Ich halte nichts von Politikern, die heute dies und morgen jenes sagen, die sich heute so benehmen und morgen wieder ganz anders. Das sind Schauspieler, das sind keine echten Menschen und ich glaube, von der Sorte haben wir viel zu viele. Wir brauchen wieder echte Persönlichkeiten, echte Typen. Deswegen werde ich meine Ecken und Kanten behalten. Sind wir gespannt, wie diese Ecken und Kanten, vor allem die Pläne, die Sie da haben, ausschauen und die wollen wir jetzt besprechen. Dafür gehen wir auch heute wieder raus aus dem Plenarsaal, hinüber in eines der Sprechzimmer, nur ein paar Schritte entfernt. Hier wollen wir uns ohne Ablenkung auf das Gespräch mit FPÖ-Obmann Herbert Kickl konzentrieren. Hier, wo sich sonst Abgeordnete abseits von Sitzungen austauschen. So. Ja, da sind wir im Sprechzimmer. Ja, es ist nicht so, dass ich das nicht kennen würde.
Sind Sie öfters da? Ja, hin und wieder macht man natürlich als Parlamentarier hier auch Besprechungen. Es ist allerdings schon dafür nicht das beste Ambiente. Ganz ehrlich gesagt, ich bin auch nicht der Meinung, dass das die beste aller Möglichkeiten ist, wenn es um die Frage geht, wie man ein Sommergespräch veranstaltet. Und ich kann ja nur hoffen, dass beim ORF nicht alle der Meinung waren, dass das die Einser-Variante ist. Naja, keep it simple. Die einen meinen so, die anderen sagen so. Wir wollen ja alle und alle warten aber vor allem auf Antworten. Und deswegen habe ich gedacht, da soll wirklich nichts davon ablenken. Und wir wollen ein bisschen in den Parlamentsalltag eintauchen. Und das gehört ja, wie Sie jetzt, so wie der Herr Vizekanzler erzählt hat, dazu. Ja, natürlich gehört es dazu. Aber es hat natürlich auch ein bisschen, ich formuliere es jetzt vielleicht etwas direkt, wie es meine Art ist, den herben Charme eines Stasi-Verhörzimmers. Ne? Waren Sie schon einmal in einem? Ich nehme mich nicht. Nein, aber ich habe gegoogelt und da gibt es Bilder davon. Und Frau Schnabel, Sie können mir glauben, das schaut wirklich so ähnlich aus. Naja, im Parlament, wenn Sie sagen. So. Das schneiden Sie jetzt aber nicht aus, gell? Sie waren im Urlaub in Österreich unterwegs, Herr Kickl. Da haben Sie vielleicht das bemerkt, was wir alle ja auch spüren in der Gastronomie, im Tourismus. Überall fehlt Personal. Mhm. Ja, haben Sie das auch bemerkt? Ja, das habe ich bemerkt. Also das ist ja ein Phänomen, das uns schon länger begleitet. Und das ist natürlich auch ein Ergebnis, ich sage es einmal so, einer ganz grundlegend verfehlten Corona-Politik. Wenn Sie zum Beispiel an den Tourismus denken, wo es ja sehr, sehr lange Sperrzeiten gegeben hat für die Lokale in Österreich, was kein Mensch versteht, weil Corona-Konzepte vorbereitet gewesen sind, die die Schweiz dann zum Beispiel umgesetzt hat und den Tourismus in einem viel, viel höheren Ausmaß weiterlaufen hat lassen. Das alles hat man in Österreich nicht gemacht und in dieser Zeit haben sich sehr, sehr viele Menschen gerade im Tourismus umorientiert, weil sie einfach mit dieser Unsicherheit nicht mehr weiter umgehen wollte. Und das fällt uns natürlich jetzt auf den Kopf. Und da braucht die Regierung nicht irgendwo anders nach den Schuldigen und nach den Verursachern suchen. Da müssen sie nur in den Spiegel schauen, dann haben sie sie gefunden. Das ist Ihre Problemanalyse, aber was ist Ihre Lösung? Also die Wirtschaft rechnet uns ja wöchentlich vor, dass ohne gezielte Zuwanderung außerhalb der EU ja, Betriebe zusperren werden müssen. Das kann ja nicht in Ihrem Sinne sein. Also wird es ohne zusätzliche Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen von außerhalb der EU nicht gehen? Wollen wir zunächst einmal eines grundsätzlich festhalten, Frau Schnabel. Ich kann mich an eine Zeit erinnern, als man die Arbeitsmarktfreizügigkeit in der Europäischen Union eingeführt hat. Das ist noch gar nicht so lange her. Und dort wurde als Argument gebracht, dass ja der große europäische Arbeitsmarkt jetzt das Reservoir ist, wo Österreich dann die Arbeitskräfte rekrutieren wird, die wir aus eigenem Bedarf nicht stellen. Und das reicht jetzt eben nicht. Und es gibt ja eine totale Freizügigkeit am europäischen Arbeitsmarkt. Da braucht man keine Genehmigungen und gar nichts. Das geht völlig unkompliziert. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, ja, warum kommen denn die Leute nicht nach Österreich? Aus den anderen europäischen Ländern, ja, in bestimmten Bereichen, wo wir sie brauchen würden. Und das hängt damit zusammen, dass sie für dieselbe Arbeitszeit, die sie in Österreich arbeiten oder in einem anderen Land arbeiten, in Österreich viel weniger netto vom Brutto herausbekommen als in anderen Ländern. Und ich habe mir das einmal angeschaut. Ich habe mir einen 25-jährigen Ledigen hergenommen, ja, der eine gute Ausbildung hat und ein Gehalt von 4.000 Euro brutto. 4.000 Euro brutto ist es verdient. Und wie viel bleibt Ihnen in den einzelnen Ländern über? Und wenn Sie das vergleichen, dann stehen Ihnen die Haare zu Berge. Weil dann werden Sie sehen, dass der in Österreich 2.620 Euro herausbekommt, dass der aber in der Schweiz zum Beispiel 3.360 Euro herausbekommt. Und die Schweiz dass der in Schweden, in einem Land, das aber hohe Sozialstandards hat, also das kann also nicht an der Finanzierung des Sozialsystems liegen, das gibt es dort auch, ja, dass der dort 3.100 Euro herausbekommt. Das heißt, auch hier bin ich wieder bei jahrzehntelangen Versäumnissen, muss ich fast sagen, schon einer rot-schwarzen Politik, die hat das ja alles unter Kontrolle und alles mit ihren Apparaten im Griff, wo einfach die Differenz zwischen Brutto und Netto dazu dient, einen rot-schwarzen Versorgungsapparat am Leben zu erhalten. Und der wird sich selber nicht wegrationalisieren. Die Lösung, Herr Gickl, weil die interessiert uns ja, wer dann höhere Löhne und Gehälter. Ja, darüber wollen wir ja sprechen. Aber ich möchte vorher noch zu dieser Ursprungsfrage, die habe ich nicht vergessen, zurückkommen. Nämlich, was ist die Position der FPÖ bei der gezielten Zuwanderung? Weil die Realität ist ja andere. Sie haben die EU angesprochen, da kommen zu wenige. Und bei uns wird schon aus Asien, aus Afrika, aus
Südamerika angeworben. Auch in Ungarn, Viktor Orban, ein Vorbild für Sie, holt asiatische Gastarbeiter, Italien, die rechte Regierung unter Meloni, entgegen aller Wahlkampfäußerungen, eine 500.000 Arbeitsmigranten, damit eben die Pizza serviert werden kann, damit Betriebe nicht zusperren. Wo positioniert sich die FPÖ unter Ihnen? Sie wollen ja in Regierungsverantwortung. Wenn die Wirtschaft sagt, mit Mauern Festung hochziehen, heißt das auch, das kostet uns Wohlstand. Wir brauchen die Leute. Es ist ja gut, dass wir hier ein Format haben, das ein bisschen längere Antworten auch ermöglicht. Nicht so wie bei Ihnen im Report, da geht es immer alles zack, zack. Da haben wir ein bisschen Zeit auszuholen. Ja, aber eine ganz klare Antwort hätten wir gerne auch hier. Wenn wir den Bedarf, den wir an Arbeitskräften in bestimmten Bereichen haben, ja, aktuell nicht anders decken können, dann ist logischerweise die Notwendigkeit gegeben, hier zeitlich begrenzt und nach unseren Bedürfnissen, nach unseren Erfordernissen und unseren Vorgaben Menschen ins Land zu lassen. Das hat es ja früher auch gegeben, Frau Schnabel, jetzt lassen Sie mich ausreden. Ihre Frage war ja fast länger als meine Antwort. Noch gar nichts gesagt. Ja, ja. Und das hat früher Gastarbeiter geheißen. Das ist ein wunderschöner Begriff, das sollten wir wieder einführen, weil dann quasi der Bedarf nicht mehr gegeben ist, dann können die Leute nach Hause gehen. Und das ist eine Komponente, von der wir aber wissen müssen, dass wir damit das Problem nicht lösen, weil das führt uns in eine Abhängigkeit hinein. Das führt uns in die Abhängigkeit hinein von anderen Ländern. Und das ist ja genau dasjenige, was diejenigen, die das befürworten, bei der Energie zum Beispiel überhaupt gar nicht haben wollen. Also wird es notwendig, sein, zusätzlich zu dieser Sofortmaßnahme, darauf zu achten, dass wir im eigenen Land ein entsprechendes Reservoir an gut ausgebildeten und motivierten Arbeitnehmern haben. Und das funktioniert dadurch, dass wir im Bereich der Bildung diese ganzen Lehrpläne entrümpeln, die den Menschen Dinge beibringen im Grundschulbereich, die keiner braucht. Da rede ich vom Gendern und diesem ganzen Schwachsinn. Die können gendern, aber nicht lesen, schreiben und rechnen. Dass wir hier ein breites Fundament schaffen und die Leute dann auch wieder in Berufe bringen, muss man nicht alles überakademisieren, dass man dann zum Beispiel auch im Gastgewerbe und in ähnlichen Bereichen tätig ist. Das heißt, das sind zwei Seiten. Frau Schnabel, das sind zwei Seiten. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Ja. Das ist ganz wichtig. Wir können nicht mit einer Abhängigkeit von anderen Arbeitskräften das österreichische Wirtschaftssystem dauernd betreiben. Dann habe ich Ihnen gesagt, dann müssen wir die Löhne entsprechend nach oben bringen, aber ohne die Arbeitgeber kaputt zu machen. Jetzt lassen Sie mich das ein bisschen auseinanderdröseln. Das ist also ein Bouquet aus ganz, ganz vielen Maßnahmen und nicht eine einzige wird von der Regierung angegangen. Und dieses Bouquet machen wir jetzt einmal Step by Step. Das heißt, Sie sagen, weil das ist mir schon neu, also Gastarbeiter begrenzt, zeitlich limitiert. Nach unseren Erfordernissen, nach den Voraussetzungen des österreichischen Arbeitsmarktes. Gut. Das haben wir immer gesagt, das ist nichts Neues. Genau, Zuwanderung in den Arbeitsmarkt gezielt. Dann sagen Sie, da wollen wir heute noch gezielt drüber reden, nämlich höhere Löhne und Gehälter. Und dann habe ich jetzt rausgehört, eine Bildungsreform, was aber nichts daran ändert, dass immer weniger Jüngere nachkommen. Und da möchte ich mit Ihnen ganz konkret auf eine Zukunftssorge der Menschen hier im Land, nämlich schauen, das treibt auch die Menschen hier, die Besucherinnen und Besucher im Parlament, um nämlich, wer soll uns künftig pflegen? Also ob das nur mit Bildung wirklich zu bewerkstelligen ist, schauen wir uns das kurz an. Der Mensch muss ganz wichtig sein, wie der in Würde altern kann oder gepflegt werden kann. Und es darf nicht immer bei den Familien alleine bleiben. Menschen finden. Natürlich, ich glaube, Zuwanderung stärken, vor allem so aus von den Balkanländern, Rumänien, Bulgarien, weil es gibt qualifizierte Menschen. Man muss sie nur holen. Und dieses System ist meines Dafürhaltens eine absolute Katastrophe. Werden ausländische Menschen ausgebeutet, meiner Ansicht nach. Und dieses System gehört einfach verändert. Ich habe keine Ahnung, wer mich dann pflegt. Ich finde einfach, man sollte das System besser ausbauen, dass es auch wieder attraktiver wird, auch für junge Leute. Wenn jetzt nicht mit Work-Life-Balance, was momentan nicht möglich ist, dann zumindest mit besserer Bezahlung und auch fairerer Verteilung von Aufgaben. Naja, was können wir denn eben machen? Ich meine, sage ich mal, im Ausland fischen, so wie viele andere Nationen mittlerweile auch dann.
Ja, im Ausland fischen. Herr Kickl, ich nehme gleich den Herrn auf. Das passiert ja in Niederösterreich und in Salzburg. Da regiert ja seit heuer die FPÖ mit. Da werden gezielt Pflegerinnen und Pfleger aus Kolumbien, aus Vietnam geholt. Also von der Festung ist da keine Rede mehr. Wenn Sie in Regierungsverantwortung wollen, dann ist auch das in der Pflege der Weg. Lassen Sie uns das nochmal rausarbeiten, dass wir hier wirklich ganz gezielt Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter brauchen. Frau Schnabel, es ist auch hier nicht anders als in den anderen Bereichen, von denen ich vorher gesprochen habe. Das kann maximal eine Übergangslösung sein, aber das löst das Problem nicht an der Wurzel. Das muss uns vollkommen klar sein. Und die Damen und Herren, die hier gesprochen haben und die in dem Beitrag zu hören waren, die haben ja recht. Und dieses Problem geht über die Pflege hinaus in den gesamten Gesundheitsbereich hinein. Und jetzt muss man eines dazu sagen. Es ist ja nicht so, dass nicht Unmengen von Geld in den Gesundheits- und in den Pflegebereich hineingehen. Aber Milliarden werden dort drinnen durch Verwaltung und Bürokratie vernichtet. Aber ja, darin sind selber Sie gescheitert, Herr Kickl, nämlich die Patientenmilliarde unter Türkisblau. Entweder wollen Sie jetzt von mir Antwort haben oder wollen Sie jetzt das Thema wechseln? Nein, überhaupt nicht das Thema wechseln, sondern ich würde Sie gerne beim Wort vielleicht nehmen, kann man mal Sie einen sagen, Gedanken zu Ende führen, weil sonst können wir uns dieses Sommergespräch eigentlich ersparen. Nicht? Weil dann müssen wir es wieder so machen wie im Report. Und das schneiden Sie aber jetzt bitte nicht heraus. Natürlich nicht. Gut. Wir enthalten nichts vor, Herr Kickl. Und dann muss man sich überlegen, wie komme ich im eigenen Land dazu, dass mehr Leute sich für die Pflege interessieren. Und deswegen habe ich das mit dem Geld angesprochen, weil natürlich ist es ein großer Anreiz, wenn die Leute für das, was sie leisten, etwas verdienen. Und wenn dann eine Regierung hergeht und sagt, man macht einen Pflegebonus, ja, und spricht von 1.000 Euro und dann sagt man nicht dazu, dass das brutto ist und bei den Leuten bleibt netto nichts übrig, dann ist das kein Anreiz, sondern dann ist das eine Frustration. Wir müssen also das Geld, das jetzt verschlungen wird, in einer unglaublichen Bürokratie, das müssen wir zu den Leuten bringen, die in der Pflege arbeiten und die in der Medizin arbeiten. Das gilt ja für Ärzte genauso, gilt ja für das Krankenhauspersonal genauso, das an Patienten arbeitet. Sparen im dann System, haben wir, dann Frau Schnabel, dann haben wir auch schon sehr, sehr lange das Modell einer Pflegelehre vorgeschlagen. Das heißt, junge Menschen dafür zu begeistern, einen Lehrberuf zusätzlich zu den jetzt bestehenden Ausbildungsformen, dass wir das im sozusagen als Ausbildungszusatzform etablieren. Ich glaube, dass das Ganze etwas Wesentliches ist. Und dann, eine Dame hat es auch angesprochen, muss uns aber immer auch klar sein, dass wir gleichzeitig die Pflege zu Hause attraktivieren müssen. Weil die Pflege zu Hause ist erstens einmal bei den Menschen, und ich weiß das von meinen Eltern selber, die sind beide leider Pflegefälle, das ist immer die Variante, die ihnen am allerliebsten ist, wenn es irgendwie geht. Und da muss man die Angehörigen und das familiäre Umfeld entsprechend unterstützen, durch höhere finanzielle Zuwendungen, durch Anrechnungen für die Pensionszeiten. Das ist immer die billigere Variante als die Unterbringung stationär in einem Heim. Also da gibt es keine einfache. Gibt es keine einfache Wahrheit, eine Lösung, ein Schlüssel, der alles sperrt, sondern da muss man auf ein Maßnahmenpaket setzen. Da machen wir jetzt einmal einen Punkt, aber ich möchte noch bei einem Kernthema ganz kurz bleiben, nämlich wir haben über Zuwanderung und Migration gesprochen und da gibt es ja FPÖ-Funktionäre, die hier die Forderung der kleinen rechtsextremen Identitäre teilen. Die sagen ja, Remigration, also Ausländer raus. Und jetzt zu all dem, was Sie gesagt haben, also es braucht mehrere Lösungen und auch Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter, halten Sie das auch nach wie vor für unterstützenswert? Weil unter Norbert Hofer war das anders. Da kommen wir jetzt ein bisschen zu Ihrer Rolle als Parteichef. Frau Schnabel, ich hätte mich ja zu wetten getraut, dass es keine Sendung im ORF gibt, wo nicht die Identitären ein Thema sind. Und deswegen, und das schneiden Sie mir jetzt bitte auch nicht raus, mache ich Ihnen den Vorschlag, dass wenn Sie so sehr an den Identitären und Ihrer Programmatik interessiert sind, dann laden Sie doch einmal einen von diesen Leuten ein. Sie haben so viele Sendungsformate, Sie haben so viele Sender, Kanäle und alles Mögliche. Dann fragen Sie die Leute doch einmal direkt. Das, was ich gesagt habe, ist... Sie können es ja ganz kurz jetzt machen. Ich sage es Ihnen, ich erkläre es Ihnen ja. Was ich gesagt habe, ist, dass die Identitären eine NGO von rechts sind. Und Sie werden mir zustimmen, dass diese Organisation nicht verboten ist, oder? Nein, aber Verbot Symbole davon. Ja, das ist ja überhaupt, das sollte ja Sie sehr, sehr nachdenklich machen. Ja, wo gibt es denn so etwas, dass eine Organisation als solche erlaubt ist, aber ihre Symbole sind verboten? Kennen Sie das sonst noch irgendwo? Ich wollte nur ganz kurz die Klarstellung. Ja, so, halten Sie das für unterstützenswert? Und ich habe gesagt, wenn die Identitären ein politisches Projekt oder eine Initiative betreiben,
die aus unserer Sicht in Ordnung ist. Ja, warum soll ich das nicht unterstützen? Das ist genau das Gleiche, wie wenn Greenpeace irgendwo politisch etwas vorantreibt oder von mir aus global 2000 den Kampf gegen die Gentechnik in den Lebensmitteln, dann halte ich das auch für ein unterstützenswertes Projekt. Und jetzt bin ich bei der Remigration, die Sie angesprochen haben. Damit haben wir das ja richtig abgehandelt. Doch, das ist wichtig, weil die Remigration sich nicht auf die Leute bezieht, die sich hier integriert haben und wertvolle Teile der Gesellschaft geworden sind. Die kennen wir alle, die sich und ihre Familien mit Arbeit erhalten, die auf ihre Familien schauen, die schauen, dass sie aus ihren Kindern etwas wird, die sind wertvolle Teile der Gesellschaft, sondern die Remigration, und das wissen Sie ganz genau, die bezieht sich auf diejenigen, die glauben, hier unter dem Vorwand und unter dem Deckmantel des Asyls in Österreich Fuß zu fassen und dann von der Mindestsicherung leben. Ja, da fassen wir das zusammen, weil ich möchte auch gar nicht so viel Zeit darauf verwenden. Wir wollten das nämlich nur noch mal klären, aber zur Klarstellung natürlich, Greenpeace gilt nicht als rechtsextrem und als Bedrohung auch für den Staat. Jetzt kommen wir aber wirklich zur Hauptsorge. Herr Kickl, nicht die Hauptsorge, wir haben ja heute... Aber das ist eine wichtige Frage. Wir haben ja ein bisschen Zeit in dem Format. Ja, aber wir wollen ja über die Sorgen Sie müssen einfach nur eines dazu sagen. Das ist ein beliebtes Spiel. So nach dem Motto von der Österreichischen Volkspartei vorangetrieben, wird ja der Bürger unbequem, bunzieren doch als rechtsextrem. Das haben die Leute am eigenen Leib erlebt. Wenn man etwas macht, was der Regierung nicht passt, ist man schon in der rechtsextremen Ecke. Das zieht nicht mehr. Und zum Verfassungsschutz sage ich Ihnen auch etwas. Ja? Genau, der Verfassungsschutz hat die Verfassung zu schützen. Ja? Der Verfassungsschutz hat die Grund- und Freiheitsrechte zu schützen. Das Versammlung Recht zum Beispiel, das Vereinsrecht zum Beispiel, ja, die freie Meinungsäußerung, das hat der Verfassungsschutz zu schützen. Er hat nicht eine linke Pseudomoral zu schützen, er hat nicht eine Regierung zu schützen und er hat schon gar nicht die ÖVP zu schützen, nur weil die Spitzen des Verfassungsschutzes so schwarz sind wie ein Kübel Ross. Biegen Sie zur ÖVP ab, aber Herr Kickl, ich wollte das Thema abschließen, nämlich noch einmal Ihre Stellungnahme dazu hören. Die Hauptsorge der Menschen. Das ist das teure Leben. Da wird es bald jetzt auch eine Sondersitzung geben, gemeinsam mit der SPÖ, die Sie einberufen. Und Sie haben wirklich seit Monaten eine Fülle an Forderungen, Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel, Treibstoffen und der Preisdeckel, also ganz viele Maßnahmen. Mich würde jetzt aber diese Grundsatzfrage interessieren, und Sie haben sie heute angeschnitten. Kann die Politik, auch wenn Sie in Regierungsverantwortung wollen, überhaupt sicherstellen, dass Menschen, die 40 Stunden arbeiten, von ihrem Lohn und Gehalt auch leben können? Also ist die Forderung Ihrer Partei nach einem Mindestlohn nach wie vor aufrecht? Ja, die Forderung ist natürlich aufrecht, ja, und wir müssen diesen Mindestlohn auch inflationsanpassen. Das ist gar klar, das ist ja vollkommen klar. Ich bin gespannt, ob die Sozialpartner das zustande bringen. Wie hoch soll denn das sein? Das wollen wir jetzt alle wissen. Ich denke, in etwa 2000 Euro brutto, dort sollten wir liegen. Da bin ich dort, was Tosco zählt im Burgenland. Ja, ich glaube, da hat er sich nur versprochen und konnte dann nicht mehr zurück. Ja. Aber wir reden von einem Mindestlohn und dann müssen ja diejenigen, die dann mehr Qualifikation, eine höhere Ausbildung, höhere und verantwortungsvollere Tätigkeiten haben, die müssen ja dann entsprechend mehr verdienen. Notfalls auch gesetzlich, weil sie den sonst gut zu. Das ist ja auch keine neue freiheitliche Position, wenn ich Ihnen sage, wenn die Sozialpartner das nicht zusammenbringen oder nicht zusammenbringen wollen, dann wird man auch über einen gesetzlichen Mindestlohn diskutieren müssen. Und wenn Sie sagen, die Leute sollen davon oder können die Leute dann davon überhaupt leben, ist ja früher auch gegangen. Das ist ja früher auch gegangen. Früher hat es sogar funktioniert, vor einigen Jahren, noch vor einigen Jahrzehnten, dass eine Person eine Familie erhalten hat. Und dann frage ich mich, was ist denn da in der Zwischenzeit passiert, dass das alles nicht mehr geht? Sie haben es heute sehr lange angesprochen, Spanien-System. Da war Ihr jüngster Vorschlag, gerade was die Inflation betrifft, eine Nullrunde für Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker auch auf Landesebene. Jetzt sind Ihre Parteikollegen in Salzburg und in Niederösterreich dem Wunsch nicht nachgekommen und widersetzen sich. Wie schwer wiegt denn eigentlich dann Ihr Wort als Parteichef? Gibt es jetzt Konsequenzen oder nehmen Sie das einfach zur Kenntnis? Ich habe mir jetzt folgende Vorgangsweise überlegt, Frau Schnabel. Welche? Ja, Sie wissen ja, dass diese ganze Beschlussfassung zum Thema Politikergehälter immer am Ende des Jahres erfolgt und die erfolgt im Nationalrat.
Ja, und Sie wissen auch, dass dieses Politikerbezügegesetz ein Verfassungsgesetz ist. Ja, da kann man also mit einfacher Mehrheit gar nichts ändern. Genau, Zweidrittelmehrheit. Und jetzt werde ich meinen Vorschlag, dass wir die Politikergehälter nicht nur auf Bundesebene, sondern auch auf Landesebene für Gehälter von Landesräten aufwärts, also ab etwa 15.000 Euro brutto 14 Mal im Jahr, dass wir die auch auf Landesebene gleich einfrieren. Das betrifft dann überhaupt nicht die Bürgermeister und sonst was. Wie lange? Und dann werden wir ja jetzt für diese Periode, und dann muss man es neu beurteilen. Aber das heißt, ich werde die SPÖ auffordern, diesen Antrag der FPÖ zu unterstützen, und ich werde die ÖVP auffordern, und dann werden wir wissen, ob sie dafür sind. Und wenn wir das durchbringen, dann hat sich die Diskussion erledigt. Ja, und wenn sie dagegen sind, Frau Schnabel, dann weiß ich aber auch, dass halt in Oberösterreich und in Salzburg dann die ÖVP diesen koalitionären Druck, diesen Sachzwang ausübt, weil sie halt die stärkere der beiden Koalitionsparteien ist. Ja, aber die FPÖ ist ja selbstbewusst, deswegen, die kann ja trotzdem und deswegen, sein. Ja, die FPÖ ist selbstbewusst, und deswegen, Frau Schnabel, ist es ja so wichtig, dass wir in Zukunft die Nummer 1 sind. Das ist ja das, worauf ich hinaus will im Bund. Das macht einen entscheidenden Unterschied, wer eine Regierung anführt. Ich hab das selber erlebt als Innenminister, wie schwer es ist, vernünftige Dinge, Politik für die Bevölkerung, Umstellung von Geldleistungen auf Sachleistungen, zum Beispiel im Asylbereich, gegen einen stärkeren Koalitionspartner, der eine andere Meinung hat, durchzusetzen. Und deswegen wollen wir das umdrehen. Den Anspruch, den kennen wir von Ihnen, aber interessanter Vorschlag. Das heißt, Sie frieren dann auch die Politikergehälter Ihrer Parteikollegen ein. Aber wenn Sie konsequent sind, Herr Kickl, da müssten Sie ja sagen, nicht nur wir frieren die Spitzenpolitikerinnen Gehälter ein, sondern eigentlich auch die Parteienförderung. Die ist ja wirklich hoch und wird automatisch durch die Inflation angepasst. Soll das dann auch ausgesetzt werden? Naja, Sie wissen ja, dass auch eine Partei ein Wirtschaftsunternehmen ist. Ja, und da sind ja sehr, sehr viele Leute, die dort beschäftigt sind und die den ganz normalen Arbeitsbedingungen unterliegen. Das ist was anderes als ein Politikergehalt. Das sind ganz normale Angestellte. Die bekommen auch Löhne und Gehälter. Ja, und zwar und in der Höhe der Inflationsanpassung. Und die müssen wir bezahlen. Ja. Also Parteienförderung? Und wenn wir über andere Dinge reden, dann reden wir auch über die Presseförderung. Und ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen verwegen, Frau Schnabel, dass Sie diese Frage stellen angesichts der Tatsache, dass sich der ORF gerade selber eine Haushaltsabgabe in Form einer Zwangsabgabe selber organisiert hat und damit die Beiträge unglaublich erhöht hat, ja, aber auf Drängen ihres Generaldirektors, der mehr verdient als der Bundeskanzler. Herr Kickl, die Position von Ihnen zum ORF, die kennen wir hinlänglich. Ja, das dürfen Sie auch nicht hinausschneiden. Wir schneiden nichts hinaus, keine Angst. Sie wissen, warum Sie so viel Angst haben. Herr Kickl, bleiben wir aber bei Ihrer Rolle als Parteichef. Wir wissen, vor allem die ÖVP ist mit Ermittlungen nach Ibiza konfrontiert. Erstmals wird ein ehemaliger Bundeskanzler Sebastian Kurz angeklagt. Jetzt würde mich gern wissen, was ist die Lehre eigentlich für Sie als Parteichef in der FPÖ nach Ibiza? Also wo ziehen Sie die Grenze? Es gibt auch Ermittlungen, die Wiener Spesenaffäre, die Grazer Finanzaffäre. Wann ist eine Spitzenfunktion in der FPÖ nicht mehr vertretbar? Ist es die Anklage oder ist es ein rechtskräftiger Schuldspruch? Welche Lehren haben Sie denn dann nach Ibiza gezogen? Schauen Sie, die erste Lehre, die ich nach Ibiza gezogen habe, ist, die Dinge fein säuberlich auseinanderzuhalten. Ja? Sie wissen, dass, weil Sie Ibiza angesprochen haben, von den Vorwürfen, die im Zusammenhang mit Ibiza und den Aussagen, die auf diesem Video getätigt worden sind, überhaupt nichts übrig geblieben ist. Das ist einmal ganz, ganz wichtig, weil das immer in einen Topf geworfen wird, und das war ja auch der Grund, warum die ÖVP die Regierung offiziell gesprengt hat. Ja? Das ist einmal wichtig, das festzuhalten. Das zweite sind Ermittlungen im Zusammenhang mit der Spesenaffäre, wo es um Manipulationen bei Abrechnungen geht, wo es quasi um eine betrügerische Handlung geht. Aber diese Ermittlungen richten sich gegen Heinz-Christian Strache und nicht gegen die Freiheitliche Partei. Es gibt Beschuldigte in ihrer Spitzenfunktion in der FPÖ, auch ja, im Landeschef. Aber diese Ermittlungen, und das ist der große Punkt, der richtet sich gegen Heinz-Christian Strache. Und die Einstellung, die ich habe, ist, und das sehe ich im Übrigen auch bei der ÖVP so, ich halte nichts von laufenden Vorverurteilungen. Für mich ist die Unschuldsvermutung ein ganz, ganz hoher Wert. So bis zum rechtskräftigen Urteil. Ja, und dann muss man das unterscheiden. Es hängt davon ab, um welches Delikt es geht. Nicht? Also wenn Sie mit sogenannten Hassdelikten, die immer mehr Überhand nehmen, ja, wo man eine Gesinnung dann oder eine Meinung verurteilt, wenn Sie eine Partei dann außer... Es geht um Untreue. Moment einmal, wenn Sie dort eine Partei außer Kraft setzen wollen, dann brauchen Sie nur alle anzuzeigen, wenn die gleich
zurücktreten sollen. So geht das nicht. Und wenn es um andere Dinge geht, wenn es um schwerwiegende Vorwürfe geht, um Untreue und Ähnliches, ja, dann wird man das mit den entsprechenden Leuten dann auch besprechen müssen. Und dann glaube ich schon, dass viele auch von sich selber heraus wissen, was der richtige Schritt ist. Am Punkt, ich würde gerne wissen, Anklage oder rechtskräftiger Urteilsspruch? Das kann man nicht generell beurteilen. Das hängt von der Situation ab, das hängt ganz von den äußeren Umständen ab. Gut, spannend, wie sich das entwickeln wird. Machen wir einen Themenwechsel. Sie sind ja Kärntner und vor allem im Süden, aber nicht nur, war das für ganz viele Menschen heuer Katastrophensommer. Die haben quasi alles verloren durch die schweren Unwetter. Die Feuerwehren sind in Dauereinsatz und für die hat sich der Einsatz auch verändert, wenn der Kärntner Landesfeuerwehrkommandant sagt, so, die Klimakrise ist jetzt bei uns angekommen. Die hat uns fest im Griff. Wir fahren jetzt um weiß nicht wie viel mehr aus und müssen eben anpacken. Haben Sie darauf eine Antwort, nämlich hat die FPÖ jetzt eine Strategie gegen die Klimakrise oder bleibt es bei Ihrer Antwort, das ist ökomarxistische, Zitat, Klimahysterie, Herr Kickl? Jetzt versprechen Sie mir bitte wieder, dass Sie mich nicht nach 3 Sätzen unterbrechen. Ich weiß nicht, wo Ihre Angst herrührt. Sie dürfen eh immer ausreden. Weil Sie es immer machen. Nicht? Ich möchte ja nur, dass das für den Zuseher dann was auch ist die noch Antwort? Konsumierbar ist. Hat die FPÖ eine Strategie gegen die Klimakrise, wenn wir nach Kärnten schauen, welche Schäden da, Existenzen wurden da vernichtet? Ja? Wenn Sie die Berichte des Weltklimarats, und das ist ja sozusagen die sowas Ähnliches wie die Glaubenskongregation der ganzen Klimadebatte, nicht? Das sind ja diejenigen, die die Klimaszenarien ausrechnen und dann verschiedene Modelle entwickelt haben, was die Erderwärmung betrifft und Ähnliches bis zum Jahr 2100 und die dann ausgerechnet das Schlechteste, das Worst Case, das Unwahrscheinlichste gewählt haben und das als Marke gesetzt haben. Aber wenn Sie sich diese Berichte in der Tiefe ein bisschen anschauen, weil mich das interessiert hat, dann werden Sie dort eines finden, dass der Weltklimarat selber sagt, dass Sie keine wissenschaftlich fundierten Aussagen dazu machen können, welche Wetterentwicklungen aus der Erderwärmung hervorgehen. Also hier eine Kausalität herzustellen, das ist die Klimakrise, das ist die Klimakrise, das ist die Klimakrise. Nein, das ist einmal die Frage Landesfeuerwehrkommandanten, der selber sagt, die Klimakrise ist jetzt bei uns angekommen. Das ist eine ganz praktische Frage. Ich glaube nicht, dass der Herr Landesfeuerwehrkommandant jemand ist, der in der Klimawissenschaft aktiv ist. Das glaube ich ja nicht. Die sagen das aber alle auch, dass die Unwetter natürlich immer häufiger werden. Ja, statistisch ist es nicht so. Ich sage es Ihnen einfach, wie es ist. Ja? Und das kann man nicht einfach wegdiskutieren. Das ist das, was man der Freiheitlichen Partei immer vorwirft. Das ist eine ganz einfache Antwort auf eine ganz komplexe Frage. Das machen genau diejenigen, die das jetzt so darstellen. Jetzt gehe ich schnell, es ist eine Grundsatzfrage, Herr Kickl. Also Ihre Position, die haben Sie uns jetzt nochmal erklärt, die kennen wir eh alle. Aber die Grundsatzfrage Position, ist abfinden mit dem, was ist, oder gegensteuern. Nein. Denn Sie wollen ja, Sie haben ja keine Klimaschutzmaßnahmen hier im Parlament mitgetragen. Moment, und Sie wollen die auch rückabwickeln, so wie die CO2-Steuer, obwohl jetzt die Emissionen sinken. Ja. Und mich würde interessieren, haben Sie stattdessen eine Strategie? Die Emissionen sinken, das ist richtig, Frau Schnabel. Und was steigt? Die Inflation. Und was steigt? Die Arbeitslosigkeit. Und was steigt? Die Betriebsabwanderungen. Und was schwindet noch mit der Inflation? Der Wohlstand. Aber das heißt ja, Klimaziele sind lassen Sie mich vielleicht einmal einen Gedanken zu Ende führen, auch wenn er Ihnen nicht gefällt. Ne? Das geht gar nicht. Freiheit ist ja das Recht, jemandem auch das zu sagen, was er nicht hören will. Das nehme ich jetzt für mich in Anspruch, Frau Schnabel. Ja? Und das ist der Punkt, worum es mir und der Freiheitlichen Partei in der Klimadebatte geht, ist Hausverstand und Verhältnismäßigkeit. Weil wir davon reden. Das heißt natürlich, dass wir erneuerbare Energien ausbauen, aber dass wir nicht übers Knie eine Komplettumstellung des Systems in ein paar Jahren, die hunderte Milliarden Euro kostet und unsere Wirtschaft zerstört und nur die Chinesen fördert, auch noch unterstützen. Und das alles dazu, um einen 0,8% Anteil von Österreich am weltweiten CO2-Ausstoß auf 0,4 oder 0,3 zu bringen, das ändert am Weltklima und an den Niederschlägen
Verdrängung, wenn sie damit zusammenhängen, nicht das Mindeste. Im Gegenteil, Frau Schnabel, das führt zu Verdrängungseffekten. Das führt zu dem Verdrängungseffekt, wenn Sie fossile Energie hier nicht mehr in Europa zum Einsatz bringen, dass sie billiger wird. Und dann greifen diejenigen, die jetzt Wachstumsgesellschaften sind, die Inder und die Chinesen, dankbar zu. Und dann wird dort noch mehr CO2 produziert als bisher. Man muss die Dinge hier im Zusammenhang sehen. Keine einfachen Antworten auf komplexe Probleme, Frau Schnabel. Genau solche Antworten haben wir auch im vorigen Sommergespräch gehört. Aber ich will es runterbringen. Wenn Sie in Regierungsverantwortung wollen, Herr Gickel, heißt das doch im Umkehrschluss nichts anderes. Die Klimaziele wird man unter einer FPÖ-Regierung nicht erreichen, weil sie wollen sie gar nicht erreichen. Und da muss man aber die Wahrheit den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern sagen. Dann drohen Milliarden Strafzahlungen. Die drohen auch jetzt, wenn Sie den Rechnungshofbericht gelesen haben. Also die haben sie schon eingepreist. Das droht auch jetzt. Ja? Ich glaube, dass, was hier ein entscheidender Punkt ist, es ist gut, dass Sie das ansprechen, ist, dass hier eine Politik von oben herab verordnet wird, von den europäischen Eliten. Die österreichische Regierung und die Scheinopposition hängt sich da gleich dazu. Ich würde mir ja immer Schwarmintelligenz wünschen, aber das ist dann schon regelrechte Schwarmdummheit. Und dann wird von oben ein Programm zur Weltrettung unter dem Aufbieten von Horrorszenarien ausgerollt und kein Mensch von denen, Frau Schnabel, die es zäunen müssen und die Suppe auslöffeln müssen, wird gefragt. Sehen Sie, und das will ich um. Aber haben Sie die Bevölkerung? Die Bevölkerung wird nirgendwo gefragt. Die Bevölkerung wird zwangsbeglückt. Das ist das Problem. Die Bevölkerung wird besachwaltet von diesen selbsternannten Eliten. Es ist wurscht, ob es die Europäische Union ist. Es ist egal, ob es der Weltklimarat ist. Und jetzt kommt die WHO dann auch noch daher. Sie liefern mir schon das nächste Stichwort, aber nochmal ganz kurz. Das heißt, unter einer FPÖ-Regierung, die Klimastrafzahlungen in Milliardenhöhe, die würden natürlich dann überwiesen werden. Also, oder würden Sie hier sagen, oder so weit gehen, erstens einmal kann man ruhig Konflikte auch mit dem europäischen Recht gehen. Ich weiß gar nicht, wie viele Vertragsverletzungsverfahren Österreich gegenwärtig anhängig hat. Es sind sehr, sehr viele wegen weniger wichtigen Dingen, das muss man auch sagen. Aber man wird schon die Frage stellen müssen, und das verstehe ich unter Demokratie, nämlich an die Bevölkerung. Wollt ihr das alles in dieser Art haben? Ist das wirklich alles so alternativlos, wie es euch immer dargestellt wurde? Das haben wir bei Corona auch gehört, dass das alles alternativlos ist. Das ist fast eine Parallelverschiebung in vielen, vielen Bereichen. Alles ist alternativlos. Es gibt nur die eine Wissenschaft. Die Medien rollen das alles gleichgeschaltet aus. Alles kostet Milliarden und am Ende wird das Gleiche herauskommen. Keiner wird es gewesen sein. Aber damit sind wir schon mitten bei Ihrem Politikverständnis. Sie wollen ja, auch wenn historisch umstritten, ein Volkskanzler sein, heißt, der Wille des Volkes soll geschehen. Was ist denn da? Das haben Sie schön gesagt. Ja, das sagen ja Sie auf jeder Veranstaltung. Und mich würde jetzt interessieren, ist das eine Koalitionsbedingung? Nämlich das Volksbegehren, das war ja schon einmal so, ab 250.000 Unterschriften zu verbindlichen Volksabstimmungen führen sollen. Schauen Sie, hinter diesem, wie haben Sie gesagt, historisch, was ist das, historisch problematisch, oder? Umstritten, natürlich. Warum? 1933 hat man einen gewissen Herrn Volkskanzler genannt, aber die Frage ist jetzt... Den Herrn Fiegel hat man als Volkskanzler bezeichnet in Österreich, nicht? Also das war der Volkskanzler, an den ich gedacht habe. Aber die Frage war jetzt die nach den Unterschriften. Das heißt ja nichts anderes als ein Kanzler aus dem Volk und für das Volk. Der wollen Sie sein. Ja, und das ist was anderes als ein Kanzler aus dem System für das System. Das wird die große Auseinandersetzung sein bei den kommenden Nationalratswahlen. Und jetzt zurück zur Frage. Genau, Volkskanzler bedeutet eine totale Hinwendung zur eigenen Bevölkerung. Eine Rückankoppelung der Politik an den Souverän. Wenn es nach mir geht, dann sind es die 4%, von denen wir immer gesprochen haben. Die 250.000. Ich weiß jetzt nicht, wie viel groß die Summe der Wahlbeteiligung ist. Sind ungefähr 4%. Ja. Das ist wichtig und richtig, weil dann hätte es bereits jetzt viele Bürgerinitiativen gegeben, viele direktdemokratische Instrumente, Volksbegehren, die diese Schwelle überschritten haben, unter anderem eines zum Beispiel gegen die ORF-Gebühren. Ja, und vor allem, spannend, was Sie das sagen, das Klimavolksbegehren hatte 380.000 Unterschriften. Ja. Verbindliche Volksabstimmung für mehr Klimaschutz. Ja, aber eine ernsthafte, genau. Das ist das, was ich will. Und eine ernsthafte Auseinandersetzung über die Grundlagen. Das haben wir ja immer dazu gesagt. Ja? Also eine wirklich offene wissenschaftliche Debatte. Wissenschaft ist ja nicht so, dass einer eine Meinung verkündet und alle anderen beten sie nach, sondern Wissenschaft ist ja institutionalisiert. Gerade beim Klima ist ja spannend, weil sich die Wissenschaft ist ja institutionalisierter Zweifel, Frau Schnabel. Wie, wie,
Warum sind sich die Wissenschaftler da einig? Wissen Sie, wie die 97%, die sich einig sind, wissen Sie, wie die zustande kommen? Herr Kickl. Wissen Sie wie? Sie schweifen gerade ab. Na, ich möchte nämlich wirklich bei Ihrem Versprechen bleiben, wie viel das wert ist, nämlich wie viel Ihr Versprechen wert ist. Ist es eine Koalitionsbedingung? 250.000 Unterschriften. Das war ja schon einmal wirklich ein Streitpunkt mit der ÖVP in einer Regierung. Wir haben damals leider uns nicht durchsetzen können bei der niedrigen Zahl. Das hat damit, 900.000. Das hat damit zu tun, dass die ÖVP offenbar eine panische Angst vor der eigenen Bevölkerung hat und dann diese Zahl nach oben bringen wollten. Wir waren aber schon froh, dass wir das Instrument sozusagen dieses Volksbegehrens mit Gesetzesinitiativen, dass wir das ins Regierungsprogramm hineinbringen. Das war für uns ein erster Schritt. Und jetzt bin ich wieder bei der Notwendigkeit. Wenn die Freiheitliche Partei stimmenstärkste Partei wird, dann sind wir diejenigen, die den Lied in Koalitionsverhandlungen haben. Und dann ist es ja vollkommen, vollkommen klar, dass wir das auch wieder verlangen werden. Aber wir verhandeln ja hier keine Koalition aus. Nein, mit mir müssen Sie gar nichts verhandeln. Ich will nur wissen, nämlich, was man sich erwarten darf, wenn Sie so einen Anspruch stellen. Ja, da werden wir noch über ganz viele Dinge reden im Zuge von vielen weiteren Diskussionen, wenn die Nationalratswahl dann da ist, Frau Schnabel. Da kommen noch einige spannende Dinge. Dann haben Sie ja noch andere Bedingungen, die Sie uns heute nicht verraten wollen. Gibt es dann ganz spannende Dinge noch. Nämlich? Ja, das kann ich jetzt nicht verraten, sonst wirft die ÖVP wieder die Kopiermaschine an. Da muss man ein bisschen aufpassen. Die sind ja wie die Chinesen, wenn ihnen irgendwo etwas gefällt, dann bauen sie es nach, nicht in einer Billigsdorfer Variante. Aber die Leute nehmen dann schon das Original. Haben Sie das jetzt auch noch untergebracht? Aber würde es Tabus geben, wo Sie sagen, Sie brauchen natürlich hier eine Mehrheit. Ja, Sie können jetzt nicht verbindliche Volksabstimmungen ausrufen. Sie brauchen natürlich für eine Mehrheit für einen Gesetzesentwurf. Würde es, Herr Kickl, zu Ihrem Politikverständnis zurück Tabus geben, muss ich sagen, da können wir nicht drüber abstimmen. Das Volk kann das nicht entscheiden. Naja, schauen Sie, die Grenze liegt natürlich dort, dass man nichts beschließen kann, was nicht im Nationalrat auch beschlossen werden kann. Ja, da gibt es Tabus. Ja, muss ich sagen. Alles das, was man im Nationalrat beschließen kann, alles das, was hier beschlossen wird an internationalen Verträgen, etc. Wie können Sie einen EU-Austritt mit einer Mehrheit auch beschließen? Etc. Das muss der Möglichkeit nach auch das Volk beschließen können. Ja, aber das ist Demokratie, Frau Schnabel. Das ist Demokratie, das ist Volksherrschaft. Das, was Sie vielleicht meinen, ist Volksbeherrschung, wo ein paar Obergescheite dann daherkommen und sagen, aber das ist jetzt für die Bevölkerung bitte nichts mehr. Ihr dürft zwar alle Steuern zahlen und alle die Sozialversicherungsbeiträge und ihr dürft uns alle finanzieren, aber bestimmen dürft es dann nur bis zu einem bestimmten Teil und nicht weiter. Das ist nicht mehr Politikverständnis. Wo man sagt, okay, da stimmen wir nicht drüber ab, weil nämlich das ist ja immer ein Thema, auch gerade jetzt im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg Russland. Sie wollen ja über die Sanktionen abstimmen. Sie wollen das über machen ja andere Länder auch. Sie wollen über das Raketenabwehrschild Sky-Shield abstimmen. Und im Endeffekt sagt dann Ihr Generalsekretär, EU-Delegationsleiter, die EU ist kriegsgeil. Also diese EU-Skepsis, die da immer mitschwingt, wäre das für Sie eine Frage, und das ist ganz eine grundsätzliche, dass man auch über einen EU-Austritt abstimmen soll? Oder ist das ein Tabu? Ich glaube, dass jetzt keine Notwendigkeit dafür besteht, Frau Schnabel. Jetzt. Ja, weil es noch Möglichkeiten gibt. Ja, wollen Sie das Ende der Geschichte ausrufen mit der Europäischen Union? Wollen Sie jetzt bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag sagen, dass diese EU in dieser Form Bestand haben wird? Das ist doch verrückt. Man muss sich doch immer eine Möglichkeit bewahren. Wer weiß, was sich da noch ändert. Ja, dann ist es vielleicht irgendwann einmal notwendig, aus der EU auszutreten. Das können Sie doch als verantwortungsbewusster Politiker niemals ausschließen. Das wäre ja ein tausendjähriges Reich auszurufen, das, was Sie da machen. Und im Übrigen auch andere, so wie der Herr Bundespräsident. Nicht? Das ist das Stichwort und das ist interessant. Das ist nämlich die rote Linie des Bundespräsidenten, nämlich die Sanktionen müssen bleiben und am EU-Austritt wird nicht gerüttelt für die nächste Regierungsbildung. Und da sind wir schon mittendrin. Er hat nämlich unmissverständlich klar gemacht, auch wenn Sie jetzt schon seit geraumer Zeit mit Ihrer Partei die Umfragen anführen, selbst als Erster, können Sie sich nicht sicher sein, einen Regierungsbildungsauftrag zu bekommen. Herr Kickl, was machen Sie, wenn Sie als Erster den wirklich nicht bekommen? Sage ich Ihnen mal, was ich jetzt mache. Ja? Ich verurteile diese Positionierung des Bundespräsidenten als antidemokratisch. Das ist es nämlich. Weil der Bundespräsident damit eine Botschaft in die österreichische Bevölkerung hineinsendet, die lautet, ich, Alexander Van der Bellen und all diejenigen, die dann klatschen, anstatt dass man sich darüber aufregt,
Ich bin der Meinung, dass es in diesem Land Stimmen gibt, die mehr wert sind, das sind diejenigen für die anderen Parteien, und dann gibt es Stimmen, die sind weniger wert, das sind diejenigen Wähler, die die Freiheitliche Partei unterstützen. Das steht in diametralem Gegensatz zum Gleichheitsprinzip, das in unserer Verfassung festgeschrieben ist. Und das steht in direktem und diametralem Gegensatz zum zu den Grundbausteinen der Republik. Unsere Verfassung, von deren Schönheit der Bundespräsident immer spricht, ja, ist ihm als bewusstes Gegenmodell zur Verfassung einer Monarchie, die die monarchische Willkür vorsieht, gebaut worden. Und das gilt auch für den Bundespräsidenten. Und anstatt dem Bundespräsidenten zu sagen, Herr Bundespräsident, das ist eine rote Linie, hier sind Sie antidemokratisch unterwegs, hier agieren Sie wie ein Totalitärer, gehen die anderen Parteien her und klatschen. Sehen Sie, und das ist die Verschwörung gegen die Bevölkerung. Auf gut Deutsch, ihr könnt wählen, was ihr wollt. Wenn es dem System und den Eliten nicht in den Kram passt, dann machen wir ohnehin was anderes. Das ist Ihre Interpretation. Und das wird auch eine spannende Auseinandersetzung. Das wird sehr spannend werden. Ja, das kann ich Ihnen sagen. Da wird der Bundespräsident noch Demokratie lernen. Das ist ja Ihre Interpretation, aber wenn Sie die Verfassung so bemühen, natürlich ist er frei in dieser Entscheidung. Aber Sie sind der Frage jetzt wirklich ausgewichen. Das stimmt ja nicht. Es steht nicht alles auf Punkt und Beistrich geregelt in dieser Verfassung drinnen. Und trotzdem gibt es demokratische Grundspielregeln, die in den Grundbausteinen festgelegt sind. Es steht ja auch nicht drinnen, dass der Chef oder ein Abgeordneter der stärksten Partei im Nationalrat den Nationalratspräsidenten stellen muss. Aber es ist demokratisch logisch. Wer denn sonst? Wenn eine Partei, die zugelassen ist bei einer demokratischen Wahl und ein Spitzenkandidat, gegen dem nichts vorliegt, oder habe ich vielleicht zu wenig Ermittlungsverfahren am Hals, vielleicht stört ihn das im Vergleich zur politischen Konkurrenz, von den Wählern bei dem Instrument, das in einer Demokratie dafür vorgesehen ist, bei den Wahlen die Unterstützung erfährt, dann kann doch der Bundespräsident nicht hergehen und sagen, ich, Alexander van der Bellen, mir gefällt der nicht, der ist mir zu groß, der ist mir zu klein, der steht mir nicht zu Gesicht, den nehme ich nicht. Ist undemokratisch. Wann haben Sie denn das letzte Mal mit Alexander van der Bellen genau darüber gesprochen? Kurze Zeit später hat er dann diese entsprechenden Meldungen auch in der Öffentlichkeit. Ich erinnere mich, das war ein Interview bei Hannes Etteli und mir. In der Öffentlichkeit abgesetzt. Ja, und ich habe mich schon damals aufgeregt. Ich habe mich auch darüber aufgeregt, dass für ihn offenbar die Europäische Union der Weisheit letzter Schluss der geschichtlichen Entwicklung ist. Wie naiv kann man sein, wenn man so etwas behauptet? Aber dann weiß ich, dass dem Bundespräsidenten und den anderen Parteien, die dort applaudieren, diese Eliten wichtiger sind als das, was die eigene Bevölkerung will. Und dass man eine bestimmte Art zu denken, zu empfinden, zu handeln, die halt zum Ausdruck kommt, wenn man die Freiheitliche Partei wählt, dass das nicht gewünscht ist vom System. Und das werden sie die Leute nicht gefallen lassen. Ich habe jetzt trotz all Ihrer Erklärungen meine Frage nicht vergessen. Vielleicht gibt es wirklich eine klare Antwort. Was machen Sie, wenn Sie diesen Regierungsbildungsauftrag als Erster nicht bekommen? Ist ja schon einmal passiert. Ihr Generalsekretär hat gesagt, dann gibt es eine Staatskrise. Ich will ja den Bundespräsidenten nicht enttäuschen. Ja? Die Wahrheit ist ja, dass es, um eine Regierung zu bilden, keinen Auftrag des Bundespräsidenten braucht. Ja, Sie haben ja auch keinen Partner, Herr Kickl, niemand will mit Ihnen koalieren. Jetzt wechseln Sie das Thema. Aber das haben wir ja schon gehabt. Nicht? Also wenn Sie an die Regierung Schüssel denken, dann hat es keinen Regierungsbildungsauftrag gegeben. Und wenn Sie daran denken, dass damals noch Pamela Rendi-Wagner in dieser Phase, bevor dann Sebastian Kurz zurückgetreten ist, versucht hat, hier eine Parteienallianz und damit eine Mehrheit im Nationalrat zusammenzubringen, da hat es auch keinen Auftrag gegeben des Bundespräsidenten. Das heißt, Sie würden es nicht akzeptieren, sondern trotzdem eine Mehrheit versuchen zu bilden. Darum geht es. Es geht um eine Mehrheit im Nationalrat. Darum geht es. Und dann schlägt die Stunde des Bundespräsidenten. Dann müsste der Bundespräsident sagen, jetzt haben wir zwar gewählt und jetzt gibt es eine Mehrheit im Nationalrat, aber ich gelobe diese Mehrheit nicht an. Das ist dann die Staatskrise. Aber da sind Sie schon ein paar Schritte zu viel, weil ich frage mich hier die ganze Zeit, was macht Sie denn so sicher, dass Sie eine Mehrheit bekommen, wenn niemand hier im Nationalrat und allen voran die ÖVP, die macht es an ihrer Person fest. Und das ist unsere letzte Grundsatzfrage, nämlich niemand will mit Ihnen koalieren. Worum geht es am Ende in der Politik? Um die Person, Herr Kickl, oder um die Partei? Also würden Sie, wenn die FPÖ die Möglichkeit hat, nicht nur den Kanzler zu stellen, sondern auch mitzuregieren, wie die Wahl dort ausgeht, verzichten? Hier reißen Sie eine Differenz auf, die
unter dem oder in dem von Ihnen beschriebenen Szenario nicht der Fall ist. Weil diese Partei, und es ist die Freiheitliche Partei, dann mit ihrem Parteiobmann, ja, das ist der Parteiobmann dieser Partei, als Spitzenkandidat in eine Wahl hineingeht. Wir werben um das Vertrauen der Bevölkerung mit dem Angebot, den Souverän ins Zentrum der Politik zu stellen und uns um die echten Sorgen und Nöte der Leute zu kümmern und nicht um der Pfeife von irgendwelchen internationalen Organisationen zu tanzen. Wir werden sehen, was am Ende herauskommt. Und wenn die Menschen uns unterstützen, ja, dann wäre das ja geradezu ein Wählerbetrug, wenn dann nicht diejenige Person auch hier die freiheitliche Regierungsmannschaft anführt, die gewählt wurde für dieses Programm. Und fürs Wählerbetrügen sind die anderen Parteien zuständig, aber nicht wir. Gut, um das abzukürzen, die FPÖ in Regierung gibt es nur mit Herbert Kickl oder gar nicht. Ja. Schauen Sie, mir ist es ein bisschen unangenehm, über diese Dinge in der Intensität zu reden, weil wir ja den Wähler nicht, weil wir den Wähler nicht vergessen dürfen. Wir haben ja noch nicht gewählt. Ja, aber die wollen ja wissen, was sie kriegen, wenn man die FPÖ wählt. Wir liegen jetzt in den Umfragen ganz gut und ich werbe um dieses Vertrauen. Ich kann den Menschen nur versprechen, es gibt dann eine Politik für ihre Interessen und nicht wie bisher laufend eine Politik dagegen. Das ist das Angebot, aber wir müssen ja erst einmal wählen und ich hoffe, dass uns das Ziel gelingt, dass wir stärkste Partei werden, so stark, dass eine Zweierkonstellation nur mit uns sich ausgeht. Und dann werden Sie sehen, wie schnell die Festlegungen und Versprechen der ÖVP und der SPÖ nicht mit dem, wie schnell das der Bewegung in die Sache hineingehen wird. Das haben Sie ja jetzt auch in diesem Jahr erlebt, bei Festlegungen in Salzburg und bei Festlegungen in Niederösterreich, ja, nicht mit der FPÖ. Und dann ist alles ganz anders genau, gekommen. Genau, auch von Seiten der FPÖ. Wollen Sie sich jetzt nicht klar festlegen? Am Ende, Herr Kickl, haben wir natürlich auch für Sie etwas, wir haben uns was einfallen lassen, nämlich Sie sind ja nie um eine Zuspitzung und um einen auch provokanten Spruch verlegen. Und jetzt haben wir ganz viel über Ihr Politikverständnis, Ihren Politikstil gesprochen. Sie lesen gerne, haben Philosophie studiert. Wenn es einen Titel geben müsste, der Sie und Ihren Politikstil, Ihr Politikverständnis beschreibt, wer wäre denn das? Schreiben Sie uns das auch auf. Können Sie uns denn vorlesen? Sehr langer Titel. Ja, aber es ist ja viel Platz. Bring es auf den Punkt, hin zum Volk, Abkehr von den selbsternannten Eliten. Herbert Kickl. Ich unterschreibe es Ihnen noch. Herr Kickl, dann sage ich danke für das Gespräch. Gerne. Aber Autobiografie, würde Sie das reizen? Ich glaube, so wichtig bin ich nicht, dass die Leute das dann kaufen würden. Also dann lieber über Grundsätzliches. Ja, da komme ich ja auch ein bisschen her aus dieser philosophischen Ecke. Das lässt einen ja nie los. Und glaube ich, von dieser grundsätzlichen Ebene her gäbe es vieles zu sagen. Okay, dann war es das. Dann würde ich sagen, wir gehen wieder raus.